Detektiv Brandt, Logbucheintrag 11. Verdächtige Beobachtung. Es war früh am Morgen, als ich auf dem Weg zu Frau Kirchberger war. Im Flur wurde ich von Herrn Kippis abgefangen, der mich in eine ruhige Ecke lotste. Er flüsterte, er habe einen wichtigen Tipp für mich. Gestern Abend sah er den Hausmeister, wie er einen länglichen Gegenstand, der in dichte Folie verpackt und mit Panzertape umwickelt war, in der Dunkelheit über den Hof zerrte. Herr Schiffler benutzte nicht einmal eine Taschenlampe. Herr Kippis meinte, der Gegenstand habe die Größe eines Menschen gehabt. Aufmerksam hörte ich ihm zu. War der Hausmeister nicht krankgeschrieben? Ich ließ Herrn Kippis stehen und machte mich auf die Suche nach Herrn Schiffler. Ich fand ihn in einer Abstellkammer. Er stand auf einer Klappleiter und versuchte, einen Karton vom obersten Regalbrett herunterzuheben. Der Karton rutschte ihm aus den Händen und fiel zu Boden. Dem Geräusch nach war etwas darin zerbrochen. Fluchend trug Herr Schiffler den Karton aus dem Raum. Die weitere Beschattung des Hausmeisters erwies sich als wenig spektakulär. Er wechselte Lampen, ölte eine quietschende Tür und fegte das Treppenhaus. Ich weiß nicht, wie lange ich ihn beobachtete, bis endlich etwas Interessantes passierte. Es war bereits dunkel, als Herr Schiffler auf seine Uhr schaute und das Gebäude verließ. Der Mann verschwand auf dem Hinterhof und ich schlich vorsichtig heran. Da stand er. Im Gebüsch vor ihm lag das eingewickelte Knäuel, von dem Herr Kippis erzählt hatte. Es war groß genug, dass ein ausgewachsener Mann hineingepasst hätte. Ich befürchtete das Schlimmste. Herr Schiffler versuchte, seine Fracht zu schultern, doch anscheinend war sie zu schwer und so schleifte er sie weiter über den Boden. Zu meiner Verwunderung hielt Herr Schiffler direkt auf den Eingang des Werks zu. Er zog ein Teppichmesser aus seiner Hosentasche und bevor ich etwas tun konnte, stach er die Klinge durch die Schicht aus Folie. Er schlitzte sie mit dem Messer auf und dunkelgrüne Zweige drückten sich aus dem entstandenen Riss hervor. Für einen sehr langen Moment beobachtete ich einfach nur, wie Herr Schiffler den Tannenbaum auspackte und in einer Halterung befestigte. Er nahm die Kiste, die er heute Vormittag aus der Abstellkammer geholt hatte, und fing an, den Baum zu schmücken. Am liebsten hätte ich erst mir selbst und dann Herrn Kippis eine Ohrfeige verpasst. Was für eine Zeitverschwendung.